Die Matthäuskirche in Hunsmühlen sieht nicht unbedingt geschichtsträchtig aus. Das Gotteshaus wurde erst in den 90er Jahren fertiggestellt. Die Chronik, die der Ortsverein nun hier vorstellte, hat da ein ganz anderes Kaliber. Auf stolze 700 Jahre blickt der Ort mittlerweile zurück und im letzten davon entstand das 370 Seiten starke Werk, das von Einwohnern Hunsmühlens geschrieben und zusammengestellt wurde. Als Ortsverein haben wir Neuland betreten und haben nur gesagt, 700 Jahre feiern wir nicht jeden Tag, da müssen wir was tun. Wir hatten eine Chronik gehabt, die sogenannte Sünderhauf-Chronik. Sünderhauf war früher ein Lehrer, der sich in mühseliger Kleinarbeit mit Maschinenschrift hingesetzt hat und versucht hat, Geschichte aufzuarbeiten, die auch sehr intensiv war, die Aufarbeitung. Aber beim Lesen haben wir festgestellt, es gibt da noch Lücken, die wir aufarbeiten wollten. Und das war nun der Anlass für uns zu sagen, jawohl, wir versuchen es. Und haben dann interessierte Mitbürger gesucht, die entweder schon vorbelastet waren oder einfach die gesagt haben, jawohl, ich mache da mit, weil es mir Spaß macht. Kern der Entstehung Hunsmühlens war, wenig überraschend, eine Mühle. Die stand nicht an der Hunte, sondern an der Lethe. Sie wurde nicht nach dem Fluss, sondern nach einem gewissen Hunold benannt. Von diesem ist nicht viel bekannt. Und auch manch andere Begebenheit aus der Ortsgeschichte war selbst dem einen oder anderen alteingesessenen Hunsmühler neu. Dass es dort etwa im 19. Jahrhundert eine Blutegel-Zuchtanstalt gab, wussten wohl nur die wenigsten. Ebenso, dass der Ort eine nicht geringe Bedeutung für den Hof der Oldenburger Grafen hatte. Oldenburg brauchte eben Hinterland, brauchte Ernährungsgebiete und die hat sie eben in Richtung Hunsmühlen direkt vom Tor gehabt. Hier war Torfabbau, geprägt eben durch den Querkanal mit den Wieken, wo eben über Treidelpfade der Torf übergezogen wurde, zum Teil in Richtung Oldenburg. Das war also das Ernährungsgebiet, das Versorgungsgebiet des Grafen Oldenburg und von daher gab sich gebietlich, regional eigentlich eine starke Zuordnung zu Oldenburg. Gleichzeitig hatten wir eine militärische Funktion, jetzt ein bisschen übertrieben, aber in der Geschichte hat sich das dann bestätigt, weil zwischen münsterländischen und oldenburgischen Truppen immer tüchtig gekämpft wurde. Und diese Mühle war zeitweise eben als Wehr ausgebaut, als militärische Funktionsstelle, weil zwischen in Hunsmühlen der einzige Weg war, der begehbar war, auch im Winter, winterfest war, in Richtung Wadenburg. An den Standort und die Geschichte der mehrfach zerstörten und längst verschwundenen Mühle erinnert seit neuestem ein Steinmal. Neben dem alten Gutshaus sind heute allerdings nicht mehr viele historische Spuren zu sehen. Denn der bedeutendste Einschnitt in der 700-jährigen Geschichte war ein gesellschaftlicher. Und der liegt auch noch nicht so weit zurück. Wie überall, aber gerade in Hunsmühlen war es sehr prägend, weil das ein Riesensprung war in der Entwicklung Hunsmühlens, die Entwicklung der Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg, verbunden mit einem sehr starken Einschnitt in die Vereinsgeschichte. Wir hatten früher zwei Vereine vom Zweiten Weltkrieg. Wir hatten eine sogenannte Frontkämpfersiedlung, das war die erste geschlossene Besiedlung. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist der Boom entstanden, wo man sagen kann, hier steht ein Siedlungswesen. Und dann natürlich Dramatik, kann man fast sagen, dass sie eben so prägend war. Und es ist bewundernswert, ich kann das immer wieder sagen, es ist bewundernswert, wie nach dem Krieg unter den schwierigen Verhältnissen Leute sich zusammengesetzt haben und Gemeinschaftsarbeit gemacht haben. Innerhalb von 15 Jahren hatte sich die Bevölkerungszahl des Ortes verdreifacht. Dieser zeitgeschichtliche Abschnitt schlägt sich in der Chronik nicht zuletzt auch durch ganz persönliche Erinnerungen und alltägliche Begebenheiten wieder. So endet das Buch, das mit mittelalterlichen Fehden und dynastischen Verwicklungen beginnt, mit einem eher profanen Absatz, nämlich mit der roten Lola, einem improvisierten Getränk, das so manchem Hunsmühler heftige Kopfschmerzen eingebracht haben dürfte. Und bei den Jubiläumsfeierlichkeiten spielte es keine Rolle. Die rote Lola ist heute Selbstgeschichte. Die Chronik Hunsmühlen 1310 bis 2010 ist ab sofort im Handel erhältlich.